Hallo bei eurobild.com. Ich möchte mit euch heute einen Topfenstrudel mit Kirschen zubereiten. Geht ganz flott, weil wir fertige Strudelteigblätter dafür verwenden. Wir brauchen dafür entkernte Kirschen, Strudelteigblätter, Topfen, Vanillepuddingpulver, Zucker, Vanillezucker, Ei und Butter. Ich habe das Ei mit dem Zucker schaumig gerührt. Die Kirschen habe ich mit einem Esslöffel Vanillepuddingpulver vermischt, bindet ein bisschen den Saft und in unsere Eimischung gebe ich jetzt unseren Topfen. Mein Topfen ist in vielen deutschsprachigen Nachbarländern Quark und da dazu kommt jetzt noch das restliche Puddingpulver. Und wenn wir das schön glatt gerührt haben, ist unsere Füllung eigentlich schon fertig. Ich habe zwei Strudelteigblätter schön überlappend auf ein Tuch aufgelegt. Und jetzt werden wir circa einem Drittel unsere Topfenfüllung aufstreichen. Den Backofen habe ich bereits auf 180 Grad Umluft vorgeheizt. Und da drin werden wir unseren Strudel dann auf mittlerer Schiene schön langsam goldbraun backen und jetzt verteile ich noch auf unsere Füllung die Kirschen. Setze ich schön einen Streifen in die Mitte. Werden beim Backen dann an der Unterseite absinken. Und jetzt können wir den Strudel auch schon schön einrollen. Mit Hilfe unseres Strudeltuches. Ein bisschen schlampig einrollen, nicht zu straff. Weil die Topfenfüllung geht ja dann auf. Und mit der Naht nach unten setze ich ihn jetzt auf ein Backblech, das ich schon mit Backpapier belegt habe. Vorher werden wir aber noch die Ränder ein bisschen umbiegen. Ich bestreiche den Strudel jetzt auf der Oberseite auch noch einmal mit Butter. Und jetzt kommt da auf mittlere Schiene für ca. 35 bis 40 Minuten in den Backofen. Sollte er zu rasch bräunen, dann reduziere ich die Temperatur auf 160 Grad. Der Kirschtopfenstrudel ist fertig gebacken und ich bestreue ihn jetzt noch lauwarm mit Staubzucker. Ihr seht, es ist ganz, ganz einfach, diesen Kirschtopfenstrudel mit fertigen Strudelteigblättern nachzubacken. Und ihr habt ganz rasch eine herrliche Mehlspeise auf eurem Tisch. Das genaue Rezept und die genaue Anleitung gibt es für dich wie immer unter www.euromehl.com.